Andere wichtigere, also Michael und Larissa Gorbatschow. Da ist viel mehr. Leider kann ich das nicht zu Ende denken, weil ich immer betäubt bin und weil wir auch andere Sachen zu tun haben. Das ist aber nicht das, was wir hier nicht erkennen. Gesundheit, Nadine. Ja, Sie merken, wir haben Drogenentzug, ne? Das ist keine Kälte, nichts. Das ist noch nicht das, was wir im Moment nicht erkennen. Also es ist so. Im Moment sieht es so aus, deshalb muss ich schon sagen, und das sind schon wir jetzt weit über 50. Ich würde sagen schon 70 bis 80%. Also man hat denn damals beschlossen, wie Sie gemerkt haben, wie toll ich einschlag. Da war ich ungefähr 16, vielleicht auch erst 14, also mein wirkliches Alter, ne? Hat man beschlossen, dass Gorbatschow sich um mich kümmert. Gorbatschow war wohl KGB. Das kann sogar sein, dass ich in dieser Familie gelebt habe. Das würde einiges erklären, weil Gorbatschow meine Argumente benutzt und meine Redensweise benutzt in seinen Reden. Das heißt also, nicht ich habe von ihm gelernt, sondern er hat von mir gelernt, egal wie alt ich war. So damals, als ich geboren wurde, ich weiß jetzt nicht, wie alt Gorbatschow ist, aber da müsste er ungefähr schon so 30 gewesen sein. Ich glaube, sein Machtantritt so ungefähr 85 war schon über 50, ne, Nadi? 55 oder um die 50 oder so. Jedenfalls hat man gesehen, dass Gorbatschow dafür geeignet ist. Und Gorbatschow ist, ich sag mal so, der Leitwolf. Der Leitwolf, der am besten Bescheid weiß über mich. Uns hat man diese Perestroika zu verdanken und Glasnost. Er hat das bloß nicht richtig verstanden. Er wollte dann lieber noch einen kleinen Kommunismus draus bringen. Das ist nicht möglich, das werde ich ihm gesagt haben. Alles andere muss ich ihn überzeugt haben und meine Frau ihn auch. So, ich möchte, dass dieser Mann von Interpol gesucht wird und angeklagt wird, und ich möchte Antworten haben. Ich kriege das im Moment noch nicht alles scharf gestellt. Ich muss es leider schon sagen, da können auch noch falsche Sachen mit bei sein. Aber richtig ist diese grundlegende Vermutung. Gucken Sie sich mal Wolfgang Winterfeld an. Sie sehen ihn dort oben auf der DDR-Hollywood-Schaukel. Zusammen mit Ingrid. So, und Wolfgang und Gorbatschow haben sehr viel Ähnlichkeit. Und Wolfgang trug einen Hut und Gorbatschow trug einen Hut, damit ich das Ding immer nicht sehe. Wir müssen ganz, ganz eng mit ihm zusammen gewesen sein. Also dieses, ich komme jetzt nicht drauf, wie das heißt, was er auf dem Kopf hat. Selbstverständlich kann man das natürlich auch übertünchen und so, ne? Da gibt es ja genug Sachen, ne? Schönheitsmittel und so, dass er sich auch mal wegmachen kann. So, und das war nicht so, dass Wolfgang kam und Gorbatschow haben sie ihn angepasst. Nein, das war umgekehrt. Man hat mich 82 nicht töten können und dann hat man sich was einfallen lassen. Dann hat man das nicht mehr versucht und Gorbatschow war schon am Drücker. Und dann hat man sich jemanden gesucht. Nein, das stimmt nicht, das ist falsch. Gorbatschow muss schon eher gewesen sein. Also von Anfang an, als Wolfgang Winterfeld, der sich einfach Jakob nannte, auftauchte in Vielsdorf, hatte ich schon die Verbindung zu Gorbatschow als Kind. So passt es, so habe ich auch gesagt. Sie müssen schon entschuldigen, ich bin natürlich auch voll, trotzdem möchte ich das als erstes loswerden, das ist einfach am wichtigsten. Auch wenn Ihnen das alles ein bisschen sehr komisch vorkommt und von lang hergeholt oder so. Aber man brauchte jemanden, der Ähnlichkeit hat mit Gorbatschow, damit mir das nicht auffällt. Und das war Wolfgang Winterfeld, den sie dafür einfach geholt haben. Und das hat man entschieden, meinetwegen 1965. Oder vielleicht schon ein bisschen eher. Oder? So, und da weiß man mehr, und ich bin sehr froh, dass ich das so überhaupt noch rausgekriegt habe. Selbstverständlich kann ich mich da noch bei einigen Sachen irren, aber ich möchte noch mal erinnern, KGB war bei der Stasi in Rostock, waren genug KGB-Mitarbeiter. KGB-Mitarbeiter waren zu mir immer besonders höflich. Die Alten jedenfalls. Da wusste man noch Bescheid.
Und daher wurde ich immer geheimer. Und dann bin ich natürlich bei anderen auch weg gewesen. Wer kennt so einen jungen Mann, der dann in Uniform steht, später in Zivil wieder? Man ändert sich doch total. Dann wurde ich immer geheimer und werde ich den vergessen hat. Und dann war ich direkt immer im persönlichen Stab von Gorbatschow. So, und ich nehme auch an, heute, auch wenn Sie denken, das ist weit hergeholt, also fassen wir nochmal kurz zusammen, ich unterbreche mal.